noch nicht so weit. Der Equal Pay Day ist ein englischer Begriff, heißt so viel wie der Tag für die gleiche Bezahlung. Und es ist so, dass morgen die Frauen in Deutschland das verdient haben, was die Männer schon am 31. Dezember verdient haben. Das heißt, Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 22% weniger als Männer das tun. Und in Baden-Württemberg und Bayern ist die Situation sogar noch schlimmer. Da verdienen die Frauen nämlich 25% weniger, als die Männer das tun. Und wir haben uns dazu zu einem breiten Aktionsbündnis zusammengefunden, das aus Ulmer und Neu-Ulmer Frauenorganisationen besteht. Dazu gehört zum einen BPW, das sind die Business and Professional Women. Da bin ich erste Vorsitzende, ich heiße Ann-Kathrin Kühr. Und in dem Aktionsbündnis ist dann der Katholische Deutsche Frauenbund mit dabei. Da ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neu-Ulm mit dabei. Da ist das Frauenbüro in Ulm mit dabei. Das Frauenforum Ulm, was für sich genommen schon mal ein Netzwerk ist von Frauenverbänden in Ulm. Die Volkshochschule in Ulm ist mit dabei, der DGB ist mit dabei und von den Parteien sind die Frauenunion, die CDU-Fraktion, die Bündnisgrünen in Ulm, die Linke und die Piratenpartei mit dabei. Also man kann sehen, das ist ein Thema, was auf sehr breites Interesse stößt, wo ich glaube, dass sich die Situation einfach verändern muss. Immerhin, letztes Jahr war der Equal Pay Day noch einen Tag später. Wir sind schon einen Tag nach vorne gerutscht. Wir können uns jetzt ausrechnen, wie lange es braucht, bis wir den Equal Pay Day am 31.12. feiern können. Also das heißt, ich glaube, das Tempo müssen wir noch deutlich erhöhen. Liebe Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer, liebe Gäste aus Ulm und Umgebung, herzlich willkommen auf dem Petrusplatz, genau einen Tag vor dem Equal Pay Day. Ebenfalls ganz herzlich willkommen heiße ich die Dame des Aktionsbündnisses des Equal Pay Day 2013 und vor allen Dingen Frau Bürgermeisterin Iris Mann aus Ulm, ebenso meine Kolleginnen aus dem Stadtrat und die Kolleginnen aus dem Ulmer Gemeinderat. Herzlich willkommen. Grüßen darf ich Sie heute auch von unserer Staatsministerin Frau Dr. Beate Merk, die sich freut, dass auch in Ulm und Neu-Ulm Aktionen zum Equal Pay Day stattfinden, damit auch bei uns daheim deutlich wird, dass wir zwar auf dem Papier Gleichberechtigung haben, aber von Gleichheit auf dem Papier des Lohnzettels noch weit entfernt sind. Allen, die durch ihren Einsatz heute Farbe bekennen, und das sind ganz viele, für echte Gleichheit, möchte sie ganz herzlich danken. Meine Damen und Herren, fast ein Jahrhundert nach Erlangen des aktiven und passiven Wahlrechts in Deutschland am 19.01.1919 ist es her, dass Frauen noch immer um die Gleichstellung im Berufsleben, in Führungspositionen, in der Politik und vor allen Dingen um gleichen Lohn und gleiche Rente kämpfen. Deutschland liegt in der Geschlechtergerechtigkeit noch immer deutlich hinter vergleichbaren Industrienationen, so die OECD. Beim Lohngefälle belegt Deutschland den drittletzten Platz, beim Rentengefälle sogar den letzten Platz. Frauen in Deutschland erhalten im Schnitt nur die Hälfte der Rente von Männern. Meine Damen, bekommen Sie, was Sie verdienen? Verdienen Sie, was Sie bekommen? Und eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem bemerkenswerte Geste, dass hier nicht ausschließlich Frauen sind. Auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Dankeschön an diejenigen, die diesen Tag heute organisiert haben. Und
die einfach dafür sorgen, dass diese Thematik sichtbar wird in Neu-Ulm, aber stellvertretend natürlich auch in Ulm, und dass man sich das in Erinnerung ruft. Das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung dafür, dass sich was ändert. Es ist bei Weitem noch nicht der größte Schritt, das heißt, wir werden da noch viel zu tun haben, aber diese Thematik ins Bewusstsein zu bringen und diese Ungerechtigkeit ins Bewusstsein zu bringen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und Frau Wanke hat eindrückliche Zahlen geschildert, dass man heute in Deutschland noch darüber reden muss, dass für die gleiche Arbeit nicht derselbe Lohn bezahlt wird, je nach Geschlecht unterschiedlich. Das ist eigentlich wirklich ein Armutszeugnis. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir in Zeiten, in denen das Familienbild sich ändert, in denen immer mehr Kinder in Ganztagsbetreuung sind, in denen immer mehr Ältere allein leben, nicht mehr im Familienverbund, dass wir da umso mehr darüber nachdenken müssen, wie die Arbeit mit diesen Bevölkerungsgruppen und in diesen Themenstellungen wirklich angemessen entlohnt wird. Denn das ist eine ganz, ganz entscheidende Arbeit für die Gesellschaft und für die Würde der Menschen, die eben sich nicht ganz alleine versorgen können. Und da, meine Damen und Herren, da glaube ich, da sollten wir alle dran arbeiten, dass sich dieses verbessert. Und dann wird sich ganz automatisch auch das Thema der Renten und andere Problematiken werden sich dann entspannen. Wir lassen jetzt... Wir lassen jetzt dann gleich diese Luftballons steigen. Die erste Aufgabe ist, dass alle schauen müssen, dass sie einen haben. Und dann gehen wir ein bisschen mehr in die Mitte des Platzes, damit die Ballons... So, sind Sie alle startklar? Gut. Dann kann es losgehen. Wir zählen von 10 runter wie bei einem richtigen Raketenstart, denn es ist zum in die Luft gehen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's!